Der Zirkus war in der Stadt kein gewöhnlicher Zirkus, sondern der Zirkus Zapzerab, ein pädagogischer Wanderzirkus. Die Grundschule am Spitalplatz hatte den Zirkus quasi gebucht. Eine Woche lang übten und trainierten die über 350 Schulkinder mit dem Zirkusteam an einer Show. Herausgekommen ist ein gut zweistündiges buntes Programm. Artistik, Akrobatik, Zauberkunst, Clownereien. Alles, was halt zum Zirkus dazugehört, wurde gezeigt. Vier Vorstellungen gab es, viermal volle Hütte. Die Begeisterung war riesengroß, sowohl bei den Akteuren als auch beim Publikum. Den Zirkus Zapzerab gibt es schon seit über 10 Jahren. In Leverkusen ist er zu Hause. Mit insgesamt 5 Zelten touren die Macher durch den deutschsprachigen Raum. Das Motto, kannst du nicht, war gestern. Die Kinder lernen mit Zirkuspädagogen, wie es ist, im Rampenlicht zu stehen, eigene Grenzen zu überwinden und natürlich Lampenfieber zu haben. Niemand kann alles, jeder kann etwas. Bei uns findet jeder seinen Platz, heißt es. Also alle dürfen mitmachen, egal wie gut oder weniger gut man ist. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und schafft Selbstvertrauen. Und am Ende tosender Applaus und das Gefühl, ein echter Zirkusmensch zu sein.